Hallo und herzlich willkommen zu Jasmiras Cooking Blog. Heute mache ich ein salziges Gebäck mit Sesam. Und wie ich die zubereite, seht ihr hier. Als erstes gebe ich 270 Gramm Mehl in eine Schüssel. Gebe 50 Milliliter Öl hinzu. 50 Gramm Butter, 1 Teelöffel Salz, 2 Gramm Backpulver. Verknete das alles noch etwas und gebe zu dem Teig, da er noch ein bisschen trocken ist, etwas Wasser hinzu. Da habe ich ungefähr 60 Milliliter hinzugefügt. Und gebe den geriebenen Käse, ca. 90 Gramm hinzu. Nun bemehlen wir die Arbeitsplatte. Rollen den Teig etwa 2 cm dick aus. Und schneide die Ränder vom Teig ab, damit der Teig eine quadratische Form annimmt. Nun schneide ich aus dem Teig kleine Quadrate. Dazu schneide ich sie erstmal in Streifen von oben nach unten und dann einmal von links nach rechts. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten verlinkt in der Infobox. Lege die Quadrate auf ein Backblech, bestreiche sie mit Ei. Und gebe etwa 25 Gramm Sesam hinzu. Und gebe die Quadrate bei 200 Grad in den Ofen, bis sie goldbraun sind. Ja, und fertig ist das Rezept. Kann ich euch nur empfehlen, sind super lecker. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls ja. Und gebt mir Feedback, falls ihr sie selber mal ausprobiert habt, wie sie bei euch geworden sind. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!